Auf der Wiener Südosttangente haben die Beamten der Zivilstreife einen VW angehalten, der ihnen bei der Beschleunigung auf der Autobahn viel zu laut vorgekommen ist. 4.500 ist die Drehzahl, oder? Jo. Ja. Geht? 104,3. Der niedrigste Wert. Ja, über 14 drüber. Die Zeichen werden runtergenommen. Er ist so aus. Müssen wir runternehmen. So wie wir es befürchtet haben. Was darf er haben? 90 Dezibel darf er haben, 104,3 sind es. Also über 14 drüber, gell? Sogenannter Selbststeller. Es ist nur ein Übergangsauto gewesen. Es war nur für ein paar Wochen eigentlich gedacht. Seit 3 Wochen hat er am Montag ihm schon abgemeldet und abgestellt. Pech gehabt, ja. Wo haben Sie sich erwischt? Da auf der Autobahn. Er hat ein bisschen hat er Gas gegeben. Zu schnell war er nicht, aber er hat ein bisschen Gas schnell beschleunigt, sagen wir mal. Dann war er halt ziemlich laut. Und die Polizei ist mit Zivilauto unterwegs, gell? Ja, genau, mit dem Zivilauto. Hätte man nicht gedacht, mit einem anderen kein Wiener Kennzeichen. Ja. Zweimal. Einmal Niederösterreich, einmal was ist das? Burgenland, genau. Schaut man da schon ein bisschen genau drauf? Ja, bei der Skoda schaut man schon, ja. Bei der Skoda Octavia schaut man halt schon. Wir haben es eh gesehen. Ich habe nach rechts geschaut, habe gesehen und gesagt, okay, jetzt ist vorbei. Du hast keine Chance mehr. Was passiert jetzt? Die Kennzeichen werden abgenommen und weiterfahren darf er leider nicht mehr. Ist halt blöd gelaufen. Aber cool klingen du da schon? Ja, das ist gut. Spaß hat man auch daran, das ist ja das. Aber verboten ist halt leider, muss man respektieren. Ja. Alle machen ihre Arbeit. Und, Die ganzen schweren Mängel sind sie drinnen im Dach oder scheint zu viel auf. Das gesehen und ist auch hin. Ja. Das Auto wegbringen, die Bescheinigung längs hinter die. Wie lange darf man da stehen? Haben? Bis morgen oder? Geht's? Da packen sie ihn dann zu. Okay. Das schauen sie, dass er so schnell wie möglich weg ist. Ja. Weißt du? Und sie wissen eh, wie es daherkommen, oder? Nice. 23. Genau, abfahrt. Rampe 43, ja, Knoten Kaisermühl. Okay. Weil viele finden nicht her, gell? Gut, ich hoffe, das war Lehrgeld, gell? Wieder schauen. Richtet das Auto noch her oder wirst du dann verkaufen, der Kollege? Ich glaube nicht. Ich glaube, den werden wir dann verschrotten oder was nicht. In Teile verkaufen, schauen wir mal. Zahlt sich nicht mehr aus, ist nicht mehr der Neueste. Ja. In Wien ist die junge Tunerin Sophie dabei, ihren BMW winterfest zu machen. Dabei ist sie sich nicht zu schade, selbst anzupacken. Außerdem hat sie heute Abend noch viel vor. Ein Tuning-Treffen am Kahlenberg steht an und sie möchte bei ihren Freunden auffallen und Eindruck machen. Sie sucht nach Möglichkeiten, um mehr Leistung für ihren BMW zu erzielen. Aber wenn du wirklich schnell unterwegs sein willst, habe ich die Downpipe für dich, für deinen BMW. Wenn du die reinbaust, hast du erstmal mehr Sound und mehr Leistung. Okay. Also da fällst du auf jeden Fall definitiv auf. Aber das ist nicht ganz legal. Ja, da hast du schon recht. Ja. Eine Downpipe ersetzt den Partikelfilter und den Katalysator. In dem Moment, wenn man das tut, hat man eine Mehrleistung am Fahrzeug, weil der Turbolader einfach keinen Ladestau mehr hat. Das heißt, die Abgase können direkt durch. Ja. Das Problem von der Downpipe ist, es ist ein Rennprodukt. Das heißt, es ist für Rennsport gedacht. Wenn Sie das montieren, haben Sie automatisch keine STVO mehr. Ja, so dürfen Sie auf der STVO nicht mehr verwenden, dass einfach der Partikelfilter ersetzt wird. Bedeutet mehr Abgaswerte. Und das ist wieder verboten. Was erwarten Sie sich von dem Treffen heute? Was passiert dort eigentlich? Ja, also ich erwarte mir ein schönes Zusammensein mit den ganzen Autofreaks und schöne Autos zu sehen natürlich, über Autos zu reden. Jeder stellt seinen Wagen vor, was er gemacht hat in der letzten Zeit am Auto, was er getunt hat. Eine Rausfahrt zusammen, alle im Konvoi, dass wir zusammen rausfahren. Vielleicht ein kleines Kräftemessen, ein paar Burnouts. Schauen wir einfach mal.
Die Wiener Verkehrspolizisten haben zwei getunte Fahrzeuge angehalten, nachdem sie durch gefährliche Fahrmanöver aufgefallen sind. Sie wurden auf einen ruhigen Parkplatz gelotst, um eine Lärmmessung durchführen zu können. Der junge Fahrer denkt, dass die Lautstärke seines Auspuffs legal ist. Wir führen jetzt eine geeignete Lärmmessung durch mit Ihrem Fahrzeug, weil es wahrscheinlich vermutlich zu laut ist. Ja. Dazu brauchen wir auf jeder Seite, Sie haben zwei Auspuffseiten, auf jeder Seite mindestens drei gültige Messungen. Okay. Sie haben den Zulassung schon eingetragen. Ja, aber das Auspuff ist nicht original, sondern ich habe das wurde. Also ich habe einen Austauschauspuff haben Sie. Genau. Genau. Trotzdem, nichtsdestotrotz zählt der Wert, dass im Zulassungsschein drinnen steht. Ja? Im Zulassungsschein haben Sie drinnen stehen 90 Dezibel. Okay. Bei 4125 Umdrehungen Standgeräusch. Ja. Und diesen Wert dürfen Sie selbst mit einer, Austauschauspuffanlage nicht übersteigen. Aber wenn ich ein E-Prüf-Kennzeichen habe? Das E-Prüf-Zeichen sagt nur, dass Sie diesen Auspuff auf diesem Fahrzeug haben dürfen. Das hat aber nichts mit Lärm zu tun. Genau. Ja? Was, wenn er jetzt laut ist? Aber ich darf ihn ja da drauf haben. Wenn wir jetzt zu laut sind, ab 3 Dezibel drüber ist es eine Anzeige, ab 12 Dezibel drüber ist es eine Kennzeichenaufnahme. Aber wie, nein, nur was ich nicht verstehe, ich zahle so viel Geld für das Auspuff und ja. Ich habe auch ja, das E-Prüfzeichen sagt nur, dass ich nicht illegales mache. Das E-Prüfzeichen sagt nur, dass er diese Auspuffanlage ja. Darf sich auf diesem Fahrzeug befinden. Trotz allem gibt immer der Wert, diese 90 dB, der darf nie überschritten werden. Ja, das ist ja im Originalauspuff, ich habe ja keine Ahnung. Das macht keinen Unterschied. So. Das macht keinen Unterschied. Der ist ja viel lauter wie. Ja, darf er nicht. Das darf er eben. Darf er nicht. Der junge Mann kann einen ganzen Ordner mit eingetragenen Teilen vorweisen und lässt sich von den Beamten genau erklären, was das Problem ist. Man darf also so einen Auspuff kaufen, das so laut macht. Ja, richtig. Man darf das nicht eintragen. Nein. Das warum verkauft man das sowas? Geldmacherei. Bitte. Und dann bekommt man Strafe, das ist auch Geldmacherei vom Staat. Ja? Abdrehen. Kommen Sie kurz zu mir, ich erkläre das ganz kurz. Ja? Schauen Sie her, Sie haben im Zulassungsschein eingetragen 90 Dezibel bei 4125 Umdrehungen. Ja? Okay. Wir haben jetzt auf beiden Seiten, links als auch rechts, haben wir jetzt drei Messungen durchgeführt. Diese drei Messungen müssen innerhalb von 2 Dezibel sein, das ist es. Und wir nehmen die jetzt die lautere Seite, das ist die rechte Seite. Ja. Dann nehmen wir den niedrigsten Wert, das sind die 95, das ist die Messung 007. Sind wir genau 5 Dezibel drüber. Und wenn Sie da jetzt sehen, wenn Sie da jetzt lesen, 3 Dezibel drüber ist ein schwerer Mangel, 12 Dezibel drüber ist gefallen Verzug. Und wir sind über die 3 Dezibel, das heißt eine Anzeige, aber Sie dürfen weiterfahren. Kennzeichen und Zulassungsschein. So wollt ihr das. Dürfen Sie sich behalten. Ja? Jawohl, schau, das freut mich. Eine Unterschrift brauchen wir bitte. Verstehst du, das freut mich. Das so, so ist es nicht leicht zum Kaufen. Verstehen Sie, mit so einem Auspuff 800 Euro. Nur das Problem ist, der Auspuff ist sicher nicht schlecht, aber jedes Mal, wenn der Herr angehalten wird von der Polizei und jedes Mal lärmgemessen wird, ist eine neuerliche Anzeige und der Strafrahmen wird dann immer höher. Aber wenn man so eine Kartoffel oder so reinsteckt? Mir wurde gesagt, ich darf fahren so. Genau, wegen einem E-Prüfzeichen. Sie dürfen so fahren, aber das hat mit Lärm nichts zu tun. Warum? Ja? Also wenn ich Sie wäre, ich würde mir wieder original. Wie lange ist der Auspuff schon oben? Ich habe das Auto erst seit 2 Wochen. Also, ein Auspuff wird auch mit der Zeit, mit den Jahren lauter natürlich, weil er sich ausbrennt. Das Auto ist schon 80.000 Kilometer jetzt. Der Auspuff wird immer schlechter mit der Zeit, das heißt, er wird immer lauter. Ja, und jedes Mal, wenn Sie angehalten werden von der Polizei und es wird Lärm gemessen, haben Sie eine neuerliche Anzeige. Das ist das Problem. Und das ist jedes Mal jedes eine Geldstrafe. Mal, wenn ich aufgehalten werde, werde ich mit diesem legalen Auspuff eine Anzeige kriegen. Richtig. Plötzlich wird die Amtshandlung durch mehrere um die Kurve quietschende Fahrzeuge gestört. Die Beamten schaffen es, die Boliden anzuhalten. Ist gerade Führerscheinzulassungsschein. Fahrzeug abstellen. Warum haben Sie die Leute jetzt angehalten? Was war da jetzt? Aufgrund ihrer Fahrweise. Die sind nur durch Zufall reingefahren. Die sind jetzt nur durch Zufall reingefahren. In der Klingerstraße, das war früher. Ein Roadrunner-Hotspot, kann man sagen, ja. Und manche, die wir jetzt großteils zerschlagen haben, sagen wir so, aber manche fühlen sich trotzdem noch einmal daher. Und das war jetzt nur Zufall, weil wir jetzt da gestanden sind, haben wir es gleich angehalten. Und kommen aber sind als deutsche Staatsbürger, oder? Ja. Die kennen aber scheinbar. Also ist es so, dass Roadrunner von anderen Städten Plätze wissen? Ob die jetzt diesen Platz hier kennen, kann ich Ihnen nicht sagen.
Ich glaube, es war nur Zufall, ganz ehrlich. Aber für uns gut. Wie geht es jetzt weiter? Kriegen die Strafe oder ist das? Wir kriegen jetzt wahrscheinlich eine Gammendat aufgrund ihrer Fahrweise. Und dann schauen wir mal, wie laut die Fahrzeuge sind, weil vielleicht haben wir ein Fahrzeug dabei, was auch ein bisschen lauter ist, als es sein dürfte. Macht mir das dann gefallen, geht's einmal alle 2 Meter zurück. Ihr könnt es eh anschauen, ja, aber dass nur das Zug geht. Wo ist der Lenker von dem Fahrzeug? So, der so. Da haben wir im Zulassungsschein schon eingetragen, 92 Dezibel bei 3750 Umdrehungen. Ja. Wir haben jetzt auf der linken Seite 3 Messungen durchgeführt und auf der rechten Seite Messungen durchgeführt. Ja, das ist wegen der Klappe. Ja, defekte Klappe, habe ich hier geschrieben. Ja. Wir müssen jetzt von der lauteren Seite, das ist die linke Seite, ja, müssen wir den niedrigsten Wert nehmen, sprich die 98, das ist die Messung 018. Da sind wir genau 6 Dezibel drüber. Wenn Sie da jetzt 10, ab 3 Dezibel drüber ist ein schwerer Mangel, ist eine Anzeige. Bei 12 Dezibel drüber ist Gefahr im Verzug, ist ein Kennzeichen abnehmen, das haben wir nicht. Wir haben nur eine Anzeige und die Sache ist erledigt. Das heißt, wir bekommen eine Anzeige, dürfen aber weiter. Kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich schreibe nur die Anzeige. Schicke die Anzeige weiter zum Strafreferenten und der entscheidet dann über die Strafhöhe. Beim Planquadrat mit Roadrunner-Schwerpunkt haben die Polizisten einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der mit seinem rasanten Fahrverhalten sich und andere in Gefahr gebracht hat. Er wird von einer Zivilstreife zur Kontrollstelle geleitet. Kommt die Anhaltung, wissen Sie, oder? Schnell gefahren? Ja. Richtig geraten. Bitte? Richtig geraten. Ja, jetzt ist ja. Aber. Oder? Bitte. Tut mir leid. Was machst du da? Zum Glück bin ich fesch. Wo fesch sind wir? Hauptsache die Haare haben wir schon, ne? Ja, zum Glück. Warum sind Sie aufgehalten? Ne? Weil ich schnell gefahren bin. Oh je, okay. Wie schnell? Das weiß ich noch nicht, leider. Das werde ich erfahren von dem Inspektor. Aber ich hoffe nicht so schnell. Ist Alkohol drin? Nein, Inspektor. Ich komme vom Feuer, aber... Das machen wir? Ja, genau. Haben Sie schon mal gemacht? Natürlich. Ja. Aber immer 0%. 0%? Sonst hätte ich mir vorgestellt. Ja, bei 1% waren sie tot, ne? Da geht's um Promille. Riskiere ich nicht. Ich weiß nicht, wie mein Körper sich reagiert, aber. So. Warum müssen wir natürlich das Auto aufgehen? Aggressives Fahrverhalten, mehrere Verwaltungsübertretungen innerhalb von nicht ganz 1,5 Kilometer. Aggressives Fahrverhalten, was kann man sich vorstellen darunter? Versucht immer nach vorzukommen, rechts, links, vorbeischwingeln bei den Leuten, ohne blinken, schnell fahren, Sicherheitsabstand. Tut mir leid, Herr Inspektor. Ich nehme Sie nicht persönlich. Ja, wir kommen vom Feier, wir wollten uns nur mit Havaras treffen und dann wollten wir weiter feiern gehen, aber weil so, wir können dort nichts trinken, weil so. Muslimische Feier war halt. Ach so, okay. Da gibt es sowieso keinen Alkohol, oder? Ja, deswegen wollten wir jetzt parken und dann mittags ist weiterfahren. So, die Luft holen hineinblasen, bitte. Passt. Wo waren wir? Zuerst beim Friseur und dann? Wo ich wohne? Na, wo ist hergekommen? Also von 000. Mhm. Sehr brav. Machen wir es kurz und schmerzlos? Machen wir es kurz und schmerzlos. 50 Euro fürs verrückte Fahren. Warum nicht, hübsch? 30 Euro brauche ich. Sonst gibt der Karte. Kann ich nicht. Teilt es euch auf, oder was? Ja, mitgegangen, Inspektor. Ne? Der Fahrer bezahlt seine Strafe gleich und bekommt dafür ein Organmandat ausgehändigt, das Gruppeninspektor Andreas nun direkt ausfüllt. 50 Euro im Namen des Gesetzes. Fürs Schnellfahren. Das ist abgestuft und aufgrund des netten Auftretens von des Herrn, wenn wir das schnell und kurz und schmerzlos erledigen und 50 Euro und damit hat es wie immer, der kann mit seinem Fashion-Quadl auf die nächste Party gehen. Schönen Abend. Wollen Sie ein bisschen die Papiere? Brauchen wir nicht, müssen wir kommen? Ja. War schon drum. Dankeschön, schönen Tag und schönen Abend. Wiederschauen.
Die Beamten Andreas und Alexander sind auf einen Schnellfahrer im Laherbergtunnel aufmerksam geworden. Außerdem hat er den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Sie stellen ihn zur Rede. Wir haben sie aufgehalten, weil sie im Laherbergtunnel zu schnell gefahren sind. Danach haben sie auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt. Und ach so, na dann übersetzen Sie. Verstehen Sie soweit? Wenn es Probleme gibt, was Sie mir nicht verstehen, dann sagen Sie es einfach, dann machen wir das mit der Übersetzung. Wie gesagt, zu schnell fahren, Laherbergtunnel, es geht ein bisschen bergab, aber es war halt doch über 110. Ja. Ja. Danach haben Sie auf dem mittleren Fahrstreifen gewechselt und sind dem Fahrzeug vor Ihnen sehr dicht aufgefahren. Ja. Das ist, er fährt über mich, dann ich muss... Ich habe eine Audi. Ja. Mini Cooper. Dem sind Sie so drauf gefahren. Auf der mittleren Spur. Da haben Sie quasi vom äußerst linken auf dem. Nein, Sie meinen, glaube ich, eine andere Situation. Die haben wir gar nicht mitbekommen. Laherbergtunnel ist ein Begriff. Ja? Laherbergtunnel, wo Verteilerkreis Favoriten drüber ist. Genau. Ja, genau. Der Tunnel bergab, wo die Kurve ist, da sind Sie zu schnell gefahren. Da haben wir eine Wegstreckenmessung durchgeführt. Zu schnelles Auto fahren und zu wenig Abstand im Anschluss. Ja. Aber ich kann Ihnen. Ja, nein, der Abstand war definitiv unterschritten. Also definitiv war der für die Geschwindigkeit zu wenig. Ja. Er wird dann aufpassen. Ja, genau, richtig. Aber wir werden jetzt beides an Ort und Stelle mit Organmandaten lösen können. Das Schnellfahren sind 50 Euro und der Abstand sind noch einmal 50 Euro, wenn 100 Euro zum Gleich bezahlen. Die Alternative dazu ist eben, dass ich eine Anzeige schreibe. Ja? Dann werde ich den Abstand genau auswerten, weil wir haben das auf Video. Dann werden wir eine genaue Feststellung machen und dann müssen wir halt schauen, in welchem Bereich. Dann ist die Abstandsanzeige wahrscheinlich selbst einmal mindestens 100 Euro. Also wie gesagt, wenn wir es an Ort und Stelle lösen können, ist das für Sie das günstigste und für die Behörde der wenigste Aufwand. Ja, wir verhandeln da nicht. Das sind festgesetzte Beträge, die verlangen wir. Sie können jetzt sagen, ich zahle das oder ich zahle das nicht, wie Sie wollen. Aufgrund der Geschwindigkeitsübertretung haben wir die Herrschaften aufgehalten und einmal den Sicherheitsabstand. Der Kollege bietet Ihnen die Bezahlung zwei Organmandate an, einmal 50 wegen der Geschwindigkeit, einmal 50 wegen dem Sicherheitsabstand und dann ist das alles erledigt. Und die Kinder sind auch sehr interessiert an der Amtshandlung, oder? Hallo, brauchst du keine Angst haben, passiert ja nichts. Perfekt, wird von den Kunden immer sehr gern angenommen. Das Ärgerste, das gleich zu bezahlen ist. Ja. Genau, richtig, weil gewisse Bargeldbeträge werden einfach in der Regel nicht mitgeführt und da ist das wirklich eine gute Erfindung oder ein gutes Gerät für uns. Ja. Mitten in Wien sind die Verkehrspolizisten mit einem Essenszusteller beschäftigt, der offenbar ohne Führerschein und durch Substanzen beeinträchtigt gefahren ist. Zwei Beamte haben den Mann wiedererkannt und erneut gestoppt, nachdem sie ihm kurz zuvor den Führerschein abgenommen hatten. Dem wurde soeben vor kurzem der Führerschein abgenommen nach einer amtsärztlichen Untersuchung. Suchtgift eingenommen, haben Medikamenten und auch in einem außergewöhnlichen Ermüdungszustand sein. Das heißt, der Führerschein wurde ihm abgenommen, ist aber jetzt von den Kollegen wieder angehalten worden. Wird jetzt daher noch einmal dem Amtsdienst vorgeführt, also das ganze Prozedere noch einmal. Er stellt Essen zu, deswegen war er der Meinung, dass er trotzdem fahren kann. Aber, ja. Das heißt, sie haben erst vor ein paar Minuten weggenommen, Herr Schein. Ich weiß, wie schon geht. Ich habe hier anrufen, ich habe meine Essen. Ja, ungefähr vor 30 Minuten. Der Mann gibt an, dass sein Chef die Zustellboxen und das Essen dringend zurückhaben wollte und er keinen anderen Ausweg gesehen hatte, als sie mit dem Auto zum Chef zu bringen. Sie müssen wieder mit uns mitkommen. Okay. Das tun Sie das bitte einpacken. Lass Sie gerne zurückgeben. Nein, das stellen Sie wieder ins Auto hinein. Das Auto stellen wir. Daher. Na, kann unterstehen lassen. Nein, das kann man da nicht stehen lassen. Okay. Dann bitte. Ja, Kollege, das ist wenn ich nichts geben soll, dann ich soll noch ein Minute. Das ist die Chef ist so. Das, ich habe hier anrufen, diesen Mann. Er sagt, Sie dürfen nicht fahren. Ich weiß, was meine Fehler ist. Mir wurde gerade der Führerschein abgenommen. Verstehe meine Fehler. Ja, wenigstens wissen Sie es. Stellen Sie es bitte hinein. Ist das Auto geöffnet? Ich sag bitte kommen Sie
fahren wieder dorthin, wo wir gerade waren. Schnitzel okay. Wird jetzt kalt wahrscheinlich, ne? Das wiegen. Er sagt, meine Essen geben zurück. Okay. Der Chef hat nichts Interesse. Der Chef sagt, gibst du meine Essen zurück und dann gehst du weg. Also er wird jetzt dem Amtsarzt noch einmal vorgeführt. Er wird jetzt noch einmal eine Untersuchung machen und dann wird man weitersehen. Es wird ziemlich sicher das Gleiche rauskommen. Das heißt, er wird auch die doppelte Strafe bekommen und natürlich sind der Führerschein vorhin abgenommen worden und er ist ohne Führerschein weitergefahren. Das kommt natürlich auch jetzt noch hinzu. Die Box ist drinnen, Essen ist drinnen. Essen ist drinnen. Ne? Aber Sie haben keinen Führerschein mehr. Ja, das ist mein Fehler. Können wir es nicht zusperren? Ist das kaputt? Das ist kaputt, Peter. Deswegen, ich habe ihn neu bekommen. Nur dieser Test vom Chef, Essen war drinnen. Es sind Polizei gesehen, Essen war drinnen. Chef sagt, gibst du meine Essen und meine Box zurück. Und diese 5 Box, ich kann nicht Straße übernehmen. Chef hat nichts Interesse. Da fahren wir mit dem. Er ruft mal kurz an, ob wer hier kommen kann. Während der Mann versucht, jemanden zu organisieren, der die Boxen abholt und Auto und Schlüssel übernimmt, haben die Beamten einen weiteren Lenker angehalten, der ihnen während der Amtshandlung in die Arme gefahren ist. Er wird genauer überprüft und tatsächlich gibt es auch hier ein Problem. Wir haben ihn wegen Falschabbiegens angehalten und bei der Anhaltung bemerkt, dass eben mit dem Führerschein irgendetwas nicht stimmen dürfte. Und bei genauer Nachschau sind wir drauf gekommen, für Österreich hat er überhaupt keine Lenkberechtigung. Also ist zwar ein Führerschein, der im Irak ausgestellt ist, aber da der Herr schon längere Zeit in Österreich ist, hätte er den Führerschein in Österreich machen müssen und nicht im Ausland. Was hat das für Konsequenzen für ihn? Das ist dasselbe wie vorhin ohne Führerschein, weil er eben nicht fahren dürfte mit dieser Lenkberechtigung und es wird für ihn sehr schwer werden, in Österreich in den nächsten paar Jahren einen Führerschein zu bekommen. Echt, warum? Weil man da wie vorhin vorne ohne Führerschein einmal auf eine Zeit gesperrt ist. So, dann gehen wir mal zu meinem Auto, nehmen die ganzen Daten von Ihnen auf und haben Sie eventuell Polizeistrafen offen? Nein. Der Stiefvater wohnt auch in Österreich? Ja. Die Mutter auch. Die Mutter auch, ja. Jetzt wird das Auto ordnungsgemäß abgestellt. Wir werden schauen, ob der Zulassungsbesitzer bzw. der Beifahrer vielleicht einen Führerschein hat. Zulassungsbesitzer ist angeblich ein Onkel von ihm. Der muss halt herkommen und das Auto abholen.